Die Stadt Görlitz würdigte mit einer Veranstaltung die Wiedererrichtung des Davidsterns auf dem Kulturforum Görlitzer Synagoge und dankte den Spenderinnen und Spendern, die dies ermöglicht hatten. Redner waren unter anderem der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, Michael Kretschmer, und der Görlitzer Oberbürgermeister Octavian Urso. Die Aufsetzung des Davidsterns war eine Herzensangelegenheit für unsere Stadt. Wir verneigen uns damit nicht nur vor den jüdischen Opfern des Naziregimes, sondern bekennen uns als Stadtgesellschaft auch zu unserer jüdischen Geschichte und zu jüdischem Leben in der Europastadt Görlitz, so Urso. Der Görlitzer Stadtrat hatte sich in seiner Sitzung vom 24. September 2020 für die Wiedererrichtung des Davidsterns ausgesprochen und einer entsprechenden Vorlage der Verwaltung einstimmig zugestimmt. Durch 25 Spenden kamen rund 81.000 Euro zusammen, die die Wiedererrichtung des Davidsterns möglich gemacht haben.